Damit hat hier im Eifelzoo niemand gerechnet. Die Eifel hat einen Einwohner mehr. Ganz überraschend gab es am Wochenende bei den Lamas Nachwuchs. Auch Tierpflegerin Isabel Walport traf es völlig unvorbereitet. Für sie ist es ein ganz besonderer Tag. Gegen 12 Uhr haben wir ein Lama-Fohlen bekommen, welches eigentlich überhaupt nicht in der Planung stand und Gott sei Dank ein Stütchen ist. Zuerst hatte die Mutter keine Milch, da sie noch ein Lama-Fohlen aus dem letzten Jahr säugt. Aber derzeit ist es so, dass der Stand der Dinge ist, wir haben mit der Flasche dazu gefüttert und jetzt trinkt das Fohlen selbstständig und wir sind guter Dinge, dass es durchkommt. Zwar muss der kleine waschechte Eifelnachwuchs noch mit der Flasche gefüttert werden, doch schon jetzt ist sicher, er wird ein echter Publikumsliebling, nicht nur bei den Kleinen werden. Schön. Ich finde es schön. Man kann, wenn die durch den kommen, dann kann man die auch streicheln. Jetzt ist ja auch ein neues kleines Kind geboren. Noch steht es etwas wackelig auf den Beinen, aber schon sehr bald wird es seine Welt erkunden. Bis dahin ist es im heimischen Strohbett natürlich gemütlicher und unter den wachsamen Augen der Familie auch sicherer. Man weiß ja nie so genau, was einem hier als kleiner Nachwuchs so alles erwartet. Einen Namen hat das kleine Lama noch nicht bekommen. Ideen und Vorschläge können unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse gerne zugeschickt werden.